Servus, liebe Freunde der Kreativität. Holger hier von Social Creative Room Campus. Meine zwei Kollegen Göster und Jonas werden euch gleich die Kreativitätstechnik aufeinander aufbauen, vorspielen sozusagen. Drei Dinge vorab geschickt. Diese Technik wendet man an, um Ideen tiefer zu erkunden, weiter auszuarbeiten. Zweite Info, diese Technik macht man im besten Fall mit zwei Leuten und man nimmt sich 10 bis 20 Minuten dafür Zeit. Jetzt viel Spaß, Film ab! Also in der ersten Szene vom Unternehmensfilm fährt eine Limousine vor und die Hauptperson steigt lässig aus. Ja, und Tauben fliegen in Slow Motion aus der Limousine und er geht in die Lobby. Ja. Und er fährt mit dem Aufzug nach oben und kommt auf der Dachterrasse heraus. Ja, und wenn die Tür aufgeht, ist auch eine Poolparty. Sand auf dem Boden, tanzende Menschen, DJs, Welcome Drinks, gute Laune. Ja, und dann stellt er sich ans Geländer und blickt über die Skyline. Und dann stößt er mit einer Dame an und sie schauen sich gemeinsam das Feuerwerk an. Ja, und dann kommt unser Chef und tritt dazwischen und sagt, so sind wir eigentlich gar nicht. Wir sind bodenständig, effektiv. Zielstrebig. Ja, das ist ein geiler Twist. Wie ihr gesehen habt, funktioniert diese Technik analog zu einem Beispiel aus der Natur. Man lässt einen Stein ins Wasser fallen und die Ringe und Wellen, die dann entstehen, das ist genau das Gleiche, wie es hier in dieser Technik passiert. Also probiert's mal aus. Diese Technik wird sehr, sehr oft im Filmbereich verwendet, einfach um Konzepte zu entwickeln. Habt Spaß dabei und jetzt noch Kanal abonnieren natürlich und auf weitere Kreativitätstechniken gespannt sein. Bis bald, euer Holger, macht's gut.